Hallo. Das ist verkehrt, oder? Warte, wie war das nochmal? Nee. Okay, ja, jetzt ist ja irgendwie ein neues Jahr, frohes neues Jahr euch allen und irgendwie ist das ungünstig, dass die Kamera jetzt mitten durch den Popschutz durch, ganz abgesehen davon, dass der auch nicht wirklich... Hier. Warum ist das kaputt? Also der kann das angeblich halten. Also ich könnte ich das die ganze Zeit so halten hier und dann Popschutz, 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 dann würde das funktionieren, aber das kann man auch festschrauben hier an dem Ende. Okay, machen wir das mal. Schrauben wir das fest und dann versuchen wir mal, ob wir das von unten vor das Mikro machen können. Das wäre nämlich dann günstiger. Dann wäre das weniger vor meinem Gesicht, glaube ich. Vielleicht festdrehen, richtig festdrehen. Okay, so, es funktioniert. Hallo, frohes neues Jahr. Und da wir jetzt nicht mehr statt Filmabend Pandemie Edition 2020 haben, sondern statt Filmabend Pandemie Edition 2021, habe ich mir überlegt, ob man da nicht vielleicht jetzt wieder eine neue Staffel machen könnte. Und wir passend zur kühleren Jahreszeit mal eine Basis bauen in einer Gegend, wo es auch vermehrt Schneefall gibt. Dazu werde ich wieder die gleichen Leute nehmen, die wir das letzte Mal schon hatten, mit Bench und Nussi mit dabei und Jefim, dessen Namen ich dann noch ändern muss, und werde dann ähnlich wie die weihnachtliche Rettung der letzten Basis stattgefunden hat, quasi eine Basis mal planen und fertig aufbauen und gucken, ob wir da nicht vielleicht irgendwie lustigere Story-Optionen hinbekommen und vielleicht auch gleich einen schwereren Schwierigkeitsgrad zum Anfang nehmen können. Okay. Das ist der Plan. Ja, dann müssen natürlich Lamas hin und ein Elefant. Ich weiß nicht, wie günstig der Elefant ist. Vielleicht sollten wir den Elefant transformieren in so eine Art Riesenfaultier oder ein Mammut oder was auch immer wir finden. Für die kalte Jahreszeit, beziehungsweise für die kalten Breitengrade, dann eher passender. Und dann schauen wir mal. Okay, ich bereite schon mal alles vor. Bis gleich. So, hier kann man jetzt für den Zufallsgenerator ein Seed einstellen, der dann quasi die Landschaft, also der anhand dieses Seeds wird der Algorithmus dann die Landschaft berechnen. Und da steht jetzt Christina. Weiß nicht. Nehmen wir mal. Mate Cola heißt der Planet. Mal schauen, was dabei rauskommt. Dann wollen wir natürlich die planetare Abdeckung auf 100%, weil wir haben einen beefigen Computer und können das tun. Und Niederschlag, Temperatur,
Können wir vielleicht ein bisschen eisiger machen, die Temperatur. Und die Population machen wir ein bisschen spärlicher, weil das ist ja immerhin eine Rimworld. Und dann schauen wir mal, was der uns berechnet. So, das ist jetzt unser Planet. Hallo? Achso, okay. Wie kann ich nochmal... Achso, so kann ich. Da haben wir Bonnies Meer der Vernichtung, relativ zentral. Das ist der Atlantik dieser Welt. Da haben wir hier den Froschlaubwald des Todes und das Miele-Massiv. Was ist das hier? Wieselwaldland des Lebens, direkt angrenzend an den Froschlaubwald des Todes. Okay, und was ist das hier? Mibelberge, aha. Regenwald der Niederlage hier, okay. So, türkiser Muffalo-Weiher. Türkis Dickohr-Sandwüste. Okay, das... So, was haben wir hier? Das sieht mir doch eher nach unserem Gottesanbeterin Nadelwald der Gefälle. Radars Gebirge der Verfehlung. Okay. Also hier direkt zwischen zwei feindlichen Stämmen. Was ist das hier? Ist das Tundra? Das ist borealer Nadelwald. Das ist irgendwie... Das sieht ganz gut aus. Hier vielleicht... Gebirge ist immer schön, aber wenn wir uns tatsächlich von Grund auf eine Basis dazu schummeln, könnten wir auch genauso gut am freien Gelände anfangen, wie zum Beispiel hier. Was ist das? Wüste. Wüste zwischen... Das ist ein sehr merkwürdiges Temperaturgefälle hier. Also könnten wir hier zum Beispiel, da ist eine Kreuzung von einem Fluss und einer Handelsstraße. Das sieht eigentlich ganz praktisch aus, oder? So, dann gucken wir mal. Vom 11. April bis zum 1. September können wir hier anbauen. Das sieht schon gar nicht schlecht aus. Nehmen wir das mal. So, und jetzt werde ich uns wieder unsere Voreinstellung laden und dann kann es dann auch schön fast losgehen. Okay, ganz wichtig. So. Ja, Markus, sag Stopp, wenn dir die Haare gefallen. Junkie, okay. Das ist so Markus früher. Ich kann mich noch erinnern an so Domino-Zeiten, da war das Markus. Nein, das ist eher so. Kurzer Pferdeschwanz. Wie wäre das? Ist nicht Beatles diesmal, sondern mehr so Neue Deutsche Welle oder New Wave? Nein. Nein. Minnesänger, nein, danke. Mob. Okay, das war's dann auch schon. Rasiert mit Zopf. Rekrut. Revolte. Das ist auch hier so Joy Division. Wie wäre das? Ist mehr so Prinz Eisenherz. Achso, jetzt sind wir durch. Firestarter. Okay, funky. Aber ich glaube hier diese NDW-Frisur. Lackland. Okay. Ich glaube, die ist noch am besten, oder? Ne, Markus? Ja, okay. Gut. Ja. Soll Bench den Pompadour behalten? Naja, warum eigentlich nicht? Okay, gut, dann sind wir soweit und dann können wir eigentlich das Spiel schon starten, glaube ich.
ganz wichtig, wir hatten ja eine relativ ausgedehnte Farm und darum wollen wir hier vielleicht, also wir haben ja jetzt eine kältere Gegend, da nehmen wir statt der Elefanten, nehmen wir dann Wiesen oder Muffalos. Nehmen wir mal einen männlichen und einen weiblichen Muffalo. Das ist nicht allzu sehr geschummelt, die sind relativ leicht zu zähmen. So. Okay. Riesenfaultier, das wäre schon ein bisschen mehr geschummelt. Und statt der Lamas nehmen wir mal Steinböcke. So. Jeweils einen davon. So, hier die Waffen gefallen mir alle nicht. Da machen wir uns mal neue. So, Markus kriegt diesmal eine Axt. Dann zwei Autoschrotflinten. Doomsday-Raketenwerfer. Nein, das ist auch schon wieder zu sehr geschummelt. Impulsgewehr. So. Okay. Gut, dann können wir starten. Ich habe auch diesmal darauf geachtet, dass Jefim heißt und dass er und Nono Geschwister sind. Nicht so wie bei der Halloween-Sache. Sehr gruselig. Ah, da sind wir. Die Neurostimulatoren, Holospiele und kostenlosen Orgien, waren zwar recht unterhaltsam, aber du wolltest mehr den Ernst der Gefahren des wirklichen Lebens, wie es in den Geschichtsbüchern geschrieben steht. Du wolltest dich echten Herausforderungen stellen. Jetzt nach einem Jahrhundert im Kryptoschlaf landest du auf dieser unbekannten Randwelt. Echte Herausforderungen erwarten dich. Okay. Ist wieder Bier dabei. Okay, das ist die Karte. Nicht allzu viel Stein gibt's hier. Das wird eventuell ein Problem, aber da wir die Basis ja quasi erschaffen aus grauem Dunst hier, ist das auch kein zu großes Problem. Aber wir wollen erstmal die ganzen Sachen hier wieder entverbieten. Zack, dann können wir auch schon vielleicht hier oder hier ist besser, weil hier ist auch gleich, hier sind zwei von diesen hydrothermalen Löchern für den Strom. Das machen wir da dann. Okay. Ja. So, Nussi kriegt Impulsgewehr. Ich kriege ein Impulsgewehr und Bench kriegt eins. Markus kriegt die Axt. Carsten kriegt eine Autoschrotflinte, damit er mal was trifft. Genauso Kerstin. Hat Jefim gar nichts? Na, Jefim hat ja seinen Arm. Ne? Gudi. Ist doch eine Waffe zu wenig. Okay. So, jetzt müssen wir wieder den Entwicklermodus einstellen. So, was war? Ah, nee. Gottmodus war das, wo ich einfach so aus dem Dings hin bauen konnte. Okay. Ach ja, wo bauen wir denn jetzt was hin? Also das ist das hier moosüberzogene Erde. Das ist keine fruchtbare Erde. Das hier ist fruchtbare Erde. Haben wir davon irgendwo viel? Nicht wirklich. Also hier, nein, das ist alles moosüberzogen. Wirklich viel fruchtbare Erde haben wir hier gar nicht. Das ist ein bisschen ätzend.
Dann könnten wir hier vielleicht Felder hinbauen und einen Stall. Und hier machen wir dann die Wohngegend. Hier sind auch zwei von den Dingern. Wie gesagt, ich kann das alles nur bauen, weil das jetzt kräftig geschummelt ist. Aber dann sparen wir uns die ganze Aufbauphase wieder und können gleich in das eigentliche Spiel. So, dann Marmor, Schiefer, Kalkstein, Granit. So. So. Die sind jetzt gleichzeitig auch. Dann bauen wir Lüftung ein. Wir können uns dann im Winter die Basis gleich mit heizen, weil wenn man die Dinger einbaut, dann entwickeln die eine ziemliche Hitze. So, und dann denken wir mal dran, dass wir hier auch überall alle Räume miteinander verbinden mit Lüftung. So. So, wie viele Zimmer brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ein paar davon, aber mit Doppelbett. Ich weiß gar nicht, ob Carsten und Kerstin jetzt verheiratet sind oder Bench und Kerstin, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber sehen wir dann. Hier machen wir einen Lagerraum. Warte mal, also Möbel. Das sind natürlich jetzt ohne besondere Kennzeichen die Möbel, die wir hier reinbauen. 2, 3, 4. Okay. Ach ja, dann wollte Nussi wollte ja wieder so einen komplett kaputten Raum mit gar nichts drin. Ne? So. So, dann können wir hier noch mehr. So. Ah, nee, das ist verkehrt. So. Da können wir gleich eine Tür einbauen. So, zack. Gut. Türen. Das ist jetzt ungünstig, dass da quasi kein Gang ist, sondern die immer durch das andere Zimmer müssen hier. Machen wir das mal so. Zack. Und dann brauchen wir natürlich noch wieder eine weitere Lüftung. Ja. Gut. Dann ist das soweit mit den Zimmern auch fertig, glaube ich. Möbel. Das ist Nussis Zimmer. Der möchte ja wieder einen Schlafsack haben. Hier noch ein Doppelbett und dann wird das hier so. Das hier wird quasi das. Warte mal, wenn das hier der Lagerraum ist, der eine. Dann bauen wir hier noch einen Lagerraum, aber dann den für die unverderblichen Sachen. Dann bauen wir hier eine Eingangstür. So, und das wird dann das Produktionszimmer quasi.
Und hier unten die Küche. Das ist eine ziemlich kleine Küche, aber okay. Und hier machen wir dann den Essbereich und hier kommt dann quasi Aufenthaltsraum und so. Gut, Möbel. Esszimmer. Jetzt gleich die schicken Stühle geben wieder. So. Goodie. Produktion. Ach du meine Scheiße, was gibt's hier alles? So, zwei davon. Schlachtbank machen wir mal aus Stahl, weil wir es können. Und noch einen elektrischen Herd. So. Und dann brauchen wir in jedem Zimmer Licht. So, hier machen wir mal zwei hin. Hier eine. So. Okay, dann brauchen wir, glaube ich, mehr Strom. Das werden wir durch die ganzen Wände hier verlegen am besten. Damit wir in jedem Zimmer Licht haben können. Zap, zarab. So. Da fehlt auch noch. Gut, eigentlich bräuchten wir noch Batterien. Allerdings, wenn wir diese... Ne? Cool. Das ist doch cool. Okay. Also Kerstin, Ehemann Carsten. Kerstin ist wieder mit Carsten verheiratet. Okay. Wer weiß, für wie lange diesmal. Okay, dann wollten wir das als normalen Lagerraum haben. Es ist aber echt zu klein. Da fehlt dann noch jede Menge Lagerraum. Lager. Keine Nahrung und keine pflanzlichen Rohstoffe und nichts Verrottendes. Okay, und hier unten machen wir dann den Nahrungslagerraum. Da müssen wir hier unten natürlich auch wieder Kühlaggregate hinbauen. So. 1, 2, 3. So. Auf minus 9 Grad. Ah, guck mal, die begutachten hier alles und bauen die Dächer ein. Wie schön. Gut, ach, das, da baue ich jetzt, was soll das denn? Habe ich aus Versehen eine Farm hingebaut, da will ich keine Farm hinbauen, sondern eine Lagerzone. So. Und zwar für Nahrung und pflanzliche Rohstoffe. Nahrung und Pflanzenmasse und Tierleichen. Okay. Goodie. So, dann schauen wir mal. Feine Fliese aus Sandstein. Warum nicht? Jip. Mann, geht das schnell. So. Wie gesagt, eigentlich schummeln, aber ich gönne mir das einfach mal. So. Fliese aus Stahl, wegen der Hygiene. So. Cool. Und muss der Burgunderrot sein. Geht auch Purpur, okay.
Ach, wat. Ist das nicht toll? Ne, hier braucht kein Teppich rein. Warte mal. Hier machen wir stattdessen Kalkstein. So. Oh, hier können wir sterile Fliese machen. Das ist ja noch besser. So. Ah, findet ihr, das sieht auch ein bisschen aus irgendwie? Machen wir hier nochmal einen Teppich rein irgendwie. So. Sieht das nicht ganz so. Macht das Muster ein bisschen erträglicher hier. Okay. Gut. Können wir hier auch wieder Lüftung machen? So. Okay. Was ist mit den Tieren? Die müssen wir natürlich auch irgendwie... Gebiete verwalten, Gebiet 1 umbenennen in Tiere. So. Hier unten könnten Farmen hin und dann könnte man hier vielleicht bauen wir mal einen Zaun um das Ganze aus Kackstein. So, bauen wir das mal so. Geht wieder nicht hier. So. Das ist natürlich hier. War hier nicht eigentlich auch ein Fluss? Ja, da. Okay. Ah, es ist großartig. Jetzt ist hier natürlich wieder riesiger Sumpf. Aber ich bin ja auch so blöd und baue die Basis hier hin, ne? Muss man ja sagen. Das war ja meine eigene Schuld. Okay. Bauen wir hier ein paar Türen hin. So. Und hier. Und hier. Und dann machen wir Arbeitsgebiet Tiere. Machen wir die hier überall, dürfen die hin. Wenn wir dann Felder machen, wo wir Sachen pflanzen, können wir dann das wieder verkleinern. So, hier. Okay. Machen wir hier mal die Felder hin. So. So, was brauchen wir alles? Kartoffel ist immer eine gute Idee. Wir brauchen Mais und wir brauchen Heilwurzel und Baumwolle brauchen wir auch. Hier oben vielleicht. Baumwolle. Okay. Ja, das muss erstmal so reichen. Gut. Dann brauchen wir ein Lagergebiet für den Abfall.
Machen wir mal hier, damit das nicht zu weit weg ist. Und dann können wir hier anfangen mit der Produktion. Wie warm ist das drin? Kein Dach überall, okay. Könnt ihr mal bitte ein Dach bauen überall? Achso, das ist hier als Atrium jetzt, okay. Auch nicht schlecht. Cool. In 26 Grad, sehr schön. Und wie schön alle zusammenarbeiten, so als hätte es die Unbillen des letzten Jahres gar nicht gegeben. Okay. So, es geht langsam los. Und dann würde ich auch mal sagen, das war's für heute. War alles ein bisschen aufbaulastig. Aber dafür haben wir jetzt eine klasse Basis. Und mal schauen, wie es hier weitergeht. Okay, bis zum nächsten Mal. Und drückt die Glocke und sagt mir, was ich vergessen habe in den Kommentaren. Und dann bis zum nächsten Mal.